ich habe jetzt hier im Hintergrund der Nochmalgruppe im Glashaus, im Welcome im Glashaus, einen sehr, sehr lieben Gast. Ich möchte euch vorstellen, das ist Christian Zechner, der Leiter der Sternwarte Kreuzberge in Klagenfurt. Stimmt das? Ja, ein herzliches Kies Kais von der Astronomischen Vereinigung Kärnten. Die Sternwarte Klagenfurt hat letztes Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Und wir sehen uns natürlich als die Volksbildungseinrichtung schlechthin im Bereich Astronomie. Wir möchten da vor allem Kinder und Jugendliche ansprechen, damit sie da ein bisschen einen Bezug zum Kosmos, zu unserem Universum bekommen, wo wir alle ein Teil davon sind und ein bisschen weg vielleicht von der Technik, von den Smartphones und Computern, mit eigenen Augen wirklich ein bisschen die Natur dann erleben. Ja, weil uns dieser Inhalt ja so verbindet. Im Übrigen haben wir eine Kooperation mit der AVK gegründet, und zwar vor 2 Wochen. Vielleicht aus deinem Munde, wie wollen wir das denn jetzt gemeinsam umsetzen? Ja, es gibt einige Möglichkeiten. Die Astronomische Vereinigung Kärnten bietet eine Plattform zum Thema Astronomie, und Astronomie ist ein sehr vielseitiges Gebiet, wo man sich also diesem wunderbaren Hobby ernähren kann. Es gibt also sehr viele Möglichkeiten. Ich leite auch die mobile Astronomie, das ist also eine Untergruppe in der Astronomischen Vereinigung, wo wir mit unseren mobilen, privaten Teleskopen dann zum Beispiel auf die Berge hinauffahren und dort den wirklich noch dunklen Nachthimmel genießen können. Wenn man von Virus einmal gepackt wird, dann muss man unweigerlich dann selbst ein Teleskop kaufen. Da sind wir natürlich auch bei der Beratung zum Teleskopkauf behilflich. Kann man natürlich auch dann auch einfache Teleskope bauen. Das geht auch schon mit Kindern, also das ist auch ein sehr interessantes Gebiet. So wie bei mir hat das Ganze dann ziemlich große Ausmaße und Dimensionen dann erhalten. Also ich habe einen sogenannten Gitterrohr-Dobson gebaut mit 50 cm Spiegeldurchmesser, und der ist über 2,5 Meter hoch. Da braucht man schon eine Leiter zum Hineinschauen. Ja, und die Sternwarte selbst bietet natürlich vielfältige Betätigungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche, aber natürlich auch für Erwachsene, um sich dort zu betätigen. Wir schulen Interessierte wirklich in allen Bereichen. So, das war ja schon mal sehr interessant. Wie findet man denn euch, Christian? Ja, für alle, die es noch nicht wissen, wir haben also 2 Sternwarten im Betrieb. Einmal die Sternwarte in Klagenfurt und auch die Ferien- und Privatsternwarte in St. Kanzian am Klopeinersee. Sehr spannend. In St. Kanzian am Klopeinersee, die Sternwarte hat also nur in den Sommermonaten geöffnet, also Juli und August, und ist vorwiegend für die Urlaubsgäste da, aber es macht natürlich auch sehr viel Spaß, dort mit sehr vielen Besuchern dann die Führungen abzuhalten. Gesehen, die ist ja total putzig und klein, also das ist ja ein Juwel der Architektur auch, ne? Es ist ein Juwel, das ist ein Juwel der Kärntner Astronomie-Szene und überhaupt die älteste Privatsternwarte Österreichs, soweit bitte, ich informiert bin. Wirklich, also bitte hingehen, sofort anmelden, ja? Okay. Ja. Und in Klagenfurt ist die Sternwarte am Turm am Kreuzbergl zu finden, oberhalb vom Schweizer Haus. Da darf man ja über 100 Treppen diesen den Turm oben erklimmen. Also ich finde, das ist ja auch schon, man erarbeitet sich dort das Thema. Zwischendurch kann man übrigens rasten, alle 5 Stockwerke. Und da werden aber auch Vorträge gemacht. Ihr habt ein Vortragszimmer und eine Aussichtsplattform. Genau, richtig. Also man muss die Sternwarte über 202 Stufen einmal erklimmen. Das sind 35 Höhenmeter. Also da kann man schon recht aus der Puste kommen. Ja, aber die Aussicht lohnt sich. Die Aussicht lohnt sich auf alle Fälle. Also das ist ja schon einmal etwas, was die meisten Besucher wirklich fasziniert. Ja. Wir haben einen Vortragsraum für bis zu 35 Besucher. Unser nennt sich Talk am Turm. Ja. Ja, wir versuchen da so jedes Monat in etwa einen wissenschaftlichen Vortrag zu bringen. Im Juni war zum Beispiel der Dr. Thomas Bosch von der Sternwarte Wien hier und hat über Skurrilitäten aus 2500 Jahren Astronomiegeschichte referiert. Ja. Jetzt derzeit ein Thema, die Raumfahrt, die Raumsonde Juno, die jetzt nach 5-jähriger Reise den Jupiter erreicht hat, und auch das ist natürlich ein hochspannendes Thema, und wir freuen uns schon auf die vielen atemberaubenden Bilder, die wir da geliefert bekommen werden. Das glaube ich auch. Und jetzt können auch Schulklassen kommen und auch Feiern, musst du mir erzählen, Familien können kommen. Genau, also unsere Sternwarte ist also universell nutzbar. Prinzipiell können
Schulklassen kommen. Mhm. Aber wir mieten die Sternwarte auch für Firmenfeiern, für Geburtstagsfeiern oder auch für ganz private, verliebte, romantische Abende. Also zum Heiraten da oben, ja. Also ich habe auch gehört zu sehr moderaten und praktikablen Preisen. Das darf man schon wirklich das sagen. Ist richtig, das ist, ja. Sollte man mal erlebt haben. Gut, wie kann man dich jetzt also direkt persönlich ansprechen? www.avk.at, ja, genau, das ist die ist in Klagenfurt, die Homepage. Auf Facebook sind wir zu finden und die Sternwarte-Hotline. Ja, die blenden wir jetzt ein. Okay. Also ich freue mich auf sehr, sehr viele spannende Weiterentwicklungen. Vielleicht darf ich an der Stelle sagen, dass wir ja auch das Netzwerk bis nach Köln haben und zwischen Klagenfurt und Köln und der Grazer TU auch wirklich kooperieren. Und ich freue mich im Rahmen des Österreichischen Naturheilbundes und des Welcome im Glashaus, dass wir so eine wertvolle Kooperation mit euch eingehen, die uns sowohl emotional als auch inhaltlich hundertprozentig anspricht. Und ich möchte dir danken, dass du heute da warst. Ja, das freut uns Vielen auch Dank. Sehr. Danke, Christian. Danke für die Einladung. Danke.